Hier sind 5 Fakten zum 21. Spieltag der Bundesliga. Der FC Bayern erzielte zum 6. Mal in dieser Saison ein Tor in der 90. Spielminute oder später. Der Rekord für eine komplette Spielzeit liegt bei 7. Serge Gnabry machte erstmals in der Bundesliga ein Kopfballtor. Gleichzeitig gelang Bremen im 8. Versuch der erste Dreier nach einem Torerfolg des Olympiazweiten. Lukas Piszczek traf gegen Wolfsburg zum 5. Mal diese Saison. Schon jetzt persönlicher Bundesliga-Rekord. Erstmals in der Bundesliga war eine Startelf im Schnitt älter als ein beteiligter Cheftrainer. Julian Nagelsmann war ganze 14 Tage jünger als Gegner Darmstadt. Karim Bellarabi hatte die Ehre in Augsburg. Sein 1:0 für Leverkusen war das 50.000. Tor der Bundesliga-Historie.